Willkommen zu dem Video. Heute möchte ich 5 Punkte mit dir teilen, die die Jungen von den Männern unterscheiden. 5 things that separate the boys from the men. In Englisch klingt das natürlich immer etwas geiler. Und ich möchte auch gleich losstarten, damit das Video kompakt bleibt und auch wirklich viel Input enthalten ist. Ich habe mir hier natürlich Notizen gemacht, wie immer, deswegen gucke ich auch zwischendurch auf den Laptop, damit ich auch nichts vergesse. Erster Punkt, ganz, ganz wichtig. Wenn du jemanden kennenlernst oder dich mit jemandem triffst, nie im Sitzen jemanden die Hand geben, immer aufstehen, immer in die Augen blicken, fester Handschlag. Mittlerweile ist es so, viele Männer haben so einen leichten Handschlag mittlerweile, wie so ein nasser Fisch rutscht dir die Hand fast aus der Also beim Handschlag rutscht dir das fast aus der Hand. Kein Augenkontakt. Das zeigt auch nicht wirklich Respekt. Aufzustehen zeigt Respekt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer 1. Augenkontakt. Schüttel niemals jemanden die Hand, während du sitzt. Fester Händedruck. Nicht zu fest natürlich. 5 Sekunden. That's it. Ganz wichtig. Punkt Nummer 2, natürlich gibt es viele Punkte, jetzt muss man schon mal vorab sagen, ich habe jetzt einfach mal ein paar zusammengefasst, die mir sehr, sehr stark auffallen. Die Fähigkeit, Gewalt auszuüben, wenn es denn gefragt oder notwendig ist. Es geht nicht darum, dass du gewalttätig bist. Es geht nicht darum, dass du unkontrolliert aggressiv bist. Aber es geht darum, dass du fähig bist, Gewalt auszuüben, wenn es denn wirklich notwendig ist, aber immer versuchst, den Weg, der nicht Gewalt beinhaltet, zu gehen in jeder Situation. Und das fängt an, du bist mit deiner Frau zum Beispiel oder mit deiner Freundin nachts unterwegs, ihr werdet überfallen von 2 Typen, aus Beispiel. Sehr klischee-mäßig, aber es ist nur ein Beispiel. So, was machst du? Wenn du dich jetzt nicht selbst verteidigen kannst, wenn du keine Präsenz hast, wenn du Angst hast, weil du noch nie in so einer Situation warst, weglaufen, dein Handy abgeben oder dich verteidigen oder vor allem deine Frau verteidigen. Und da geht es vor allem gar nicht darum, dass du jetzt dann direkt mal beide Typen ausnocken musst. Es geht vor allem darum, was strahlst du als Mann aus deiner Frau gegenüber? Weil alle Frauen wollen beschützt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Protect. Ich kann jetzt ganz, ganz viele Situationen geben, wo das Ganze sinnvoll wäre. Aber vor allem geht es auch darum, wenn du lernst, deinen Körper, deine Kraft im Gym, aber auch beim Kampfsport zu kontrollieren, tust du dir in diesen Situationen leichter, du hast bessere Kontrolle über den Körper und du strahlst viel mehr Selbstbewusstsein aus. Und musst oftmals gar nicht diesen Schritt gehen mit der Gewalt, weil du deine Ausstrahlung und deine Selbstsicherheit, was das angeht, den einen oder anderen schon abschrecken würde und sich die Leute ein einfaches Opfer suchen. Aber ganz wichtig, um zusammenzufassen, manchmal ist es unumgänglich. Die Welt wird immer, sagen wir mal, gefährlicher, egal wo man gerade lebt. Und es kann nie schaden, sich verteidigen zu können. Und vor allem die Menschen, die einem wichtig sind. Nächster Punkt. Sei ein Gentleman, aber kein Simp. Nicht zu needy, nicht zu der liebe Kerl, nicht friendzoned. Ein Gentleman. Verhalte dich, wie du es dir wünschen würdest, dass sich ein Mann gegenüber deiner Tochter verhält. Was würdest du dir wünschen? Tür aufhalten, nette Gesten, Komplimente im Rahmen, wenn es denn wirklich gut passt, zuvorkommend, jemand, der sich um sie kümmert, finanziell, aber auch auf sie aufpassen kann. Aber mit dem Gentleman-Punkt meine ich vor allem dieses Oldschool-Gentleman-Thema. Du musst es nicht im Anzug rumrennen und jetzt dann der perfekte Gentleman sein, aber es geht um kleine Gewohnheiten, die einen großen Unterschied machen, mit denen du dich extrem abhebst
vom Großteil da draußen, die nichts mehr im Griff haben, weil es an männlichen Vorbildern mangelt, aber auch auf der anderen Seite natürlich die Männer das gar nicht mehr so mitbekommen. Das heißt, man kann es ihnen dann auch gar nicht vorhalten. Deswegen mache ich jetzt auch so ein Video und deswegen gibt es viele, viele andere, die das sogar noch viel, viel mehr machen und sogar vielleicht teilweise viel, viel, viel besser. So, nächster Punkt. Kontrolle über deine Emotionen. Be a stoic, Stoizismus. Du musst als Mann deine Emotionen kontrollieren können. Du musst die Dinge tun, die du dir vorgenommen hast oder die notwendig sind, unabhängig davon, wie du dich fühlst. Ich spreche von Männern. Frauen ist ein anderes Thema. Ich spreche von dir als Mann. Oder wenn du das jetzt dann gerade siehst als Frau, teile das mit Männern, die dir wichtig sind, um das denen nochmal mitzugeben. Männer, die keine Kontrolle über ihre Emotionen haben, sind sehr, sehr gefährlich. Die ganzen Massenmörder, die ganzen Vergewaltiger, also und so weiter, sind alles Männer, die keine Kontrolle über ihre Emotionen haben. Männer, die ihre Emotionen kontrollieren können und sich selbst, sind nicht gefährlich. Weil die können das kontrollieren. Auch ihren Sexualtrieb, ihre Aggressionen und viele andere Dinge. Es ist nicht schlecht als Mann, eine gewisse Aggressivität zu haben, solange man es kontrolliert und richtig anwendet. Im Business zum Beispiel oder im Sport. Kontrolle über deine Emotionen. Du kannst dir als Mann nicht leisten, keine Kontrolle über deine Emotionen zu haben. Nächster Punkt. Hilfsbereitschaft. Und ich möchte zwei Storys dazu erzählen. Vor kurzem, also ich bin jetzt gerade in San Diego und bin auch jetzt eine Zeit in Amerika und ich bin mit dem Schnellzug zum Flughafen gefahren, weil es einfach angenehmer ist. Direkt zum Flughafen. Long story short, da war eine alte Dame oder eine ältere Dame, die hat einen richtig schweren Koffer beim Zug, beim Aussteigen. Draußen standen rundherum, da haben nämlich schon welche gewartet, dass sie einsteigen können, ich würde sagen 4-5 Männer. Ein Erwachsener und die anderen, würde ich sagen, so um die 18. Dann stand direkt hinter ihr oben einer der Mitarbeiter der Zuglinie und dann ich dahinter. Und sie hat sich richtig gequält mit dem Koffer. Keiner hat ihr geholfen, nicht mal der Mitarbeiter, bis auf mich. Und das heißt jetzt nicht, ich bin jetzt so super und ich bin so toll und schau, wie nett ich bin, sondern das ist eine Sache, die eigentlich selbstverständlich sein sollte und das hat mich schockiert. Weil ich würde mir wünschen, wenn das meine Oma wäre oder meine Mama, dass das jemand macht. Und denkt ihr das auch ganz, ganz oft in solchen Situationen. Hilfsbereitschaft, da gab es noch mal eine andere Story. Ist schon, ich glaube, 5 Jahre her. Ich war allein in Wien, hatte ein paar Business-Meetings. Bin rausgekommen, auf der anderen Straßenseite ein Junge, ich würde sagen 18, und seine Freundin, 5 Typen. Einer schubst seine Freundin, der andere gibt dem Jungen eine Faust, jetzt umgangssprachlich gesagt. Und keiner mischt sich ein. Da waren Security-Mitarbeiter von dem Einkaufszentrum. Und es geht nicht darum, dass du dich einmischen sollst, aber du weißt nicht, was da gerade passiert. Und 5 gegen einen plus die Freundin ist dabei, ist nicht akzeptabel in meiner Welt. Ganz egal, was passiert ist. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es eine komplett dumme Sache war und nicht mal annähernd ein Grund, Gewalt auszuüben. Aber das sind 5 Männer gewesen, die keine Kontrolle über ihre Emotionen hatten, die denen sein Respekt fehlt, vielleicht auch an männlichen Vorbildern und sich dann so beweisen müssen auf der Straße gegenüber irgendjemandem wegen irgendeiner Kleinigkeit. Da ging es wirklich nur um, hey, warum hast du mich so angeguckt? Also katastrophal. Long story short, ich bin rübergelaufen und dachte mir, okay, hoffentlich endet das jetzt nicht unangenehm, aber ich kann mir das nicht anschauen. Stell er vor die Nocken hinaus, der bricht sich das Genick, das war's und man schaut einfach nur zu. Ich im Sakko, im Hemd, bin dazwischen gegangen und einfach nur durch meine Ausstrahlung, würde ich sagen, meine Sicherheit und dadurch, dass ich laut war, habe ich die schon so ein bisschen abgeschreckt, aber auch nicht unbedingt krass, weil die dachten sich, okay, natürlich, dann sind es halt 2, gar kein Thema. Aber dadurch, dass ich es dann diesen Schritt gegangen bin, sind dann noch 2-3 andere dazu gekommen und relativ schnell war die Situation dann im Griff.
Und der Security hat dann die Polizei gerufen und da gab es dann auch eine Anzeige und alles Mögliche. Aber was ich auch sehr, sehr enttäuschend fand in der Situation, der Mann hat sich fast, oder der Junge hat sich fast hinter seiner Freundin versteckt und das ist eigentlich das, was nicht sein sollte. So, beide Stories sind nicht dafür da, um zu zeigen, hey, ich bin so ein cooler Typ, ich bin so nett. Ich hatte sicher auch schon Situationen, wo ich helfen hätte können und es vielleicht nicht gemacht habe. Wir lernen im Prozess, aber Hilfsbereitschaft ist unfassbar wichtig. Und das ist eine Sache, die cooler und stärker und eine Sache, die mehr Respekt verdient ist als viele, viele andere Dinge. Und das waren 5 Punkte, die Jungen von Männern unterscheiden. Und mit Männern meine ich jetzt nicht unbedingt das Alter, sondern das Verhalten. Teil dieses Video mit 5 Jungen, mit 5 Männern, um denen diese Dinge mitzugeben, um der Gesellschaft einen größeren Mehrwert zu bringen, um deiner zukünftigen Tochter vielleicht dementsprechend den richtigen Partner zu bringen, mit den richtigen Verhalten und mit den richtigen Gewohnheiten, oder auch einfach um den ein oder anderen Mann zu helfen, der lost ist und nicht weiß warum. Danke fürs Zuschauen. Jede Woche mindestens ein Video auf diesem YouTube-Channel neben dem Podcast. Ich freue mich auf euer Feedback dazu. Auf TikTok und YouTube findet ihr dann die Shortform sozusagen von dem Content, für die, die weniger Zeit haben. Danke für euer Feedback schon mal zum letzten Video. Gerne in die Kommentare, gerne eine Story posten, gerne teilen. Wir sehen uns. Bye bye. Ciao, ciao.